Guten Tag, mein Name ist Marc Tetens und ich bin Managing Consultant bei der Amasol AG im Bereich Technology Business Management. Und ich möchte heute über unsere Erfahrungen mit Oracle Apex als Low-Code-Plattform erzählen. Dazu werde ich in ein paar Slides auf ein paar Allgemeinheiten eingehen, auf Anwendungsfälle, die wir mit dieser Plattform sehen, und dann aber direkt auch in die Entwicklung einer App einsteigen, sodass man am lebenden Objekt etwas sehen kann. Nicht für alle Anforderungen und auch für alle Arbeitsabläufe, die uns begegnen in unseren Projekten, gibt es bereits Tools oder die können schnell beschafft werden. Deswegen wird sehr oft einfach auf Lösungen mit Excel oder Listen in Confluence oder Ähnliches zurückgegriffen, was dann problematisch in der Pflege sein wird, beziehungsweise dann irgendwann zu komplex sein wird. Eine gute Alternative dazu stellen Low-Code-Plattformen dar. Wir sind gerade in unseren Projekten über Oracle Apex gestolpert, dadurch, dass wir sehr nah an Oracle-Datenbanken entwickeln und haben dort auch erste Projekte durchgeführt. Dabei haben wir unsere Service-Level-Management-Lösung oder IT-Financial-Management-Lösung ergänzt durch Applikationen, die wir mit Oracle Apex realisiert haben. Wie Low-Code schon sagt, besteht da ein hoher Anteil an Konfigurationen. Es ist aber auch die Möglichkeit, da jeweils tiefer dann einzusteigen für ganz komplexe Anwendungsfälle, dass man dann halt in PL/SQL arbeitet, in JavaScript Anpassungen vornimmt oder auch Stylesheets entsprechend anpasst. Wir sind nicht unbedingt rein beschränkt auf Oracle-Datenbanken, sondern haben auch beispielsweise die Möglichkeit, Restdatenquellen anzubinden. Ein großer Vorteil ist auch, dass viele Lösungen schon gibt, an denen man sich orientieren kann. Es gibt gute Tutorials, es gibt eine riesige Community und das Produkt wird wirklich aktiv weiterentwickelt und mit jedem Release bekommen wir neue Funktionen, die wir dann auch in Low-Code-Umsetzungen direkt nutzen können. Was ein riesiger Vorteil ist, ist auch die Mandantenfähigkeit. Das heißt, wenn wir hier eine Instanz von Oracle Apex haben, dann können darauf beliebig viele sogenannte Workspaces laufen mit getrennten Berechtigungen, die dann beispielsweise an Projektteams oder Fachabteilungen gegeben werden können, um ihre eigenen Apps bereitzustellen und zu entwickeln. Das Ganze ist dann auch, was dort ausgeliefert wird, responsive, läuft auf verschiedensten Endgeräten und hat auch einen Anspruch an einen hohen Grad an Barrierefreiheit. Mögliche Anwendungsfälle, die man mit dieser Plattform umsetzen kann, sind beispielsweise Interaktionen mit Kunden und Lieferanten, der Austausch von bestehenden Excel-Spreadsheets, die im Umlauf sind und dann verschiedenste Versionen und Inhalte haben. Vielleicht gibt es auch alte Formularlösungen, die noch in Gebrauch sind und in die Jahre gekommen sind, die man mit Oracle Apex ablösen kann. Ein großes Thema ist außerdem natürlich immer Reporting, Dashboards bereitzustellen. Natürlich gibt es dafür die klassischen BI-Plattformen, aber gerade wenn man auch weitere Arbeitsabläufe integrieren möchte, einfache Drilldowns auf Details mit Kommentierungsfunktionen erlauben möchte, also Eingabemöglichkeiten auch für den User schaffen möchte, dann ist Apex dafür der geeignete Kandidat. Außerdem habe ich schon das Thema Schnittstellen angesprochen. Das heißt, wenn man Schnittstellen anbinden möchte einerseits, aber auch wenn man RESTful Services anbieten möchte und dafür wenig Zeit für die Implementierung hat, kann man dementsprechend auch auf den Low-Code-Ansatz hier zurückgreifen. Dann möchte ich auch direkt einsteigen mit der Konfiguration einer Applikation in Oracle Apex. Dazu haben wir uns einen Use Case überlegt, nämlich aus dem Bereich Service Level Management, wo ich als Service Manager dafür verantwortlich bin, Ausfälle, die in den Services aufgetreten sind, geeignet zu kommentieren, sodass im Service Reporting, was an den Kunden ausgeliefert wird, dementsprechend diese Kommentare vorhanden sind.
die Lösungen auf dem Markt, die entsprechend die Daten bereitstellen, liefern auch manchmal Formularsysteme mit, die aber nicht unbedingt ergonomisch oder effizient zu bedienen sind. Und von dem her wäre das ein geeigneter Kandidat, um das rauszuziehen in eine eigene Applikation, eine reine Kommentierungs-App. Die Datenquelle, die wir hier nutzen, kommt aus dem System Digital Fuel, IT Business Management, wo Verträge, SLAs definiert sind, die entsprechend Monitoring-Daten verarbeiten und gegen den SLA-Kontext hält. Das heißt, was wir hier bekommen an Daten, sind Ausfälle mit einem Start und Ende, mit der Dauer, die innerhalb der Servicezeiten, die im SLA definiert sind, ausgewiesen sind und zusätzlich natürlich weitere Attribute wie beispielsweise der betroffene Service, Kunde, Lokation etc. Darauf basierend wollen wir eine Kommentierung aufsetzen. Das werden wir jetzt gemeinsam gerade bei der App-Erstellung machen. Und dann werde ich noch eine finale App zeigen, wo bereits umgesetzt ist, über eine Übersicht einzusteigen, wo man ähnlich wie auch in Webshops bekannt Filtermöglichkeiten hat, um halt Treffermengen einzugrenzen. Und auch mit einer neuen Funktion in Oracle Apex seit Mai ist die vorhanden, Genehmigungsprozesse auslösen kann. Damit switche ich jetzt und zeige direkt die Oracle Apex-Oberfläche. Ich habe mich jetzt hier auf eine Instanz verbunden und werde mich hier auf den Workshop BizOps verbinden mit einem Admin-User. Dieser Workshop BizOps bedeutet, dass das wirklich getrennt in der Datenbank ein eigenes Schema ist mit eigenen Tablespace, technisch dort hinter, mit eigenen Speicherbegrenzungen, in der dann dementsprechend die User, die Admin-Berechtigungen haben, die Metadaten für die entsprechenden Apps definieren können. Alles, was wir hier machen, passiert in einer Web-Applikation. Ich melde mich hier an, bekomme jetzt die Web-Applikation angezeigt. Hier kann ich Apps definieren, Datenbankobjekte pflegen, abfragen, austesten und auch hier oben rechts aus einer Gallery heraus Beispiel-Applications, die Oracle bereitstellt, herunterladen und installieren, sodass ich mich dort auch an der Implementierung entlanghangeln kann und halt entsprechende Ansätze wiederverwenden kann. Ich gehe hier jetzt einmal in den App-Bereich und sehe hier, dass wir bereits drei Apps haben. BizOps Outages ist die finale App, die ich am Ende zeigen werde, wo komplett die Umsetzung erfolgt ist. BizOps Template ist eine App, die man als Grundlage nimmt, wo schon einige Komponenten definiert sind, beispielsweise Auswahllisten, damit man es nicht in jeder App dann neu definieren muss. Und ich habe auch bereits schon eine App für diesen Workshop erstellt, gerade eben, mit der wir dann starten können. Die ist leer, da ist nichts großartig vorhanden. Ich zeige aber kurz nochmal, wie dieser Ablauf im Normalfall passiert, dass man auswählt, entweder auf der grünen Wiese zu starten oder man kann auch aus einer Datei starten oder basierend auf einer Tabelle sogar und dann eine App per Wizard installieren oder wie schon gesagt aus der Gallery eine App runterladen. So, ich gehe nochmal hier zurück, bin in den Apps, öffne jetzt die BizOps Workshop App. Und sehe dann, was ich alles in dieser App machen kann. Zum einen kann ich die App selber starten. Das heißt, die läuft dann so, wie der Endanwender sie auch sieht. Ich habe aber Möglichkeiten hier heraus noch fürs Debugging. Ich kann hier sogenannte Supporting Objects definieren. Das heißt, wenn ich ein Staging dieser Apps plane, ein Deployment der Apps auf weitere Systeme, kann ich dort hinterlegen, was für Datenbankobjekte mit enthalten sein sollen, was für Skripte ablaufen, etc. Ich kann sogenannte Shared Components hinterlegen. Da gehe ich mal direkt rein und zeige die Vielfalt, was hier alles definiert werden kann. Also ich kann
beispielsweise so etwas wie Variablen auf Applikationsebene definieren. Ich kann hier Auswahllisten definieren. Da gehe ich mal kurz rein. Diese sogenannten List of Values, die gibt es einerseits statisch, sowas wie hier ein Target Level. In den Daten finde ich beispielsweise so etwas wie 1, 2, 3 wieder. Ich möchte das aber in Texte umsetzen. Ich kann aber auch mal ein anderes Beispiel annehmen, kompliziertere Sachen machen und beispielsweise habe ich hier, glaube ich, eine Liste von Kunden, die ich auch aus einer Datenquelle jetzt dynamisch hole. Das heißt, dahinter ist dann eine SQL-Query, die mir den Wert und den entsprechenden Namen zurückgibt. So, gehe ich nochmal zurück in die App. Mal kurz zurück in die Shared Components. Hier haben wir auch beispielsweise die Pflege von Restdatenquellen, die wir einbinden können. Da vielleicht später nochmal tiefer dazu. Wir haben noch den Bereich, der ganz neu jetzt dazu gekommen ist, Task Definitions. Da kann ich Workflows definieren. Springe ich auch nur ganz schnell mal rein. Hier habe ich ein Comment Approval hinterlegt, wo dann definiert ist, wer sind dann die Adressaten für einen Workflow. Beispielsweise hier, wer ist der Administrator, woher kommen die, die entsprechend Owner sein werden für diesen Prozess. Das kann auch jeweils statisch oder über Abfragen definiert werden. Und ich kann auch dann die Aktionen auslösen. Was soll dann passieren, wenn beispielsweise das Approval passiert ist oder wenn die Genehmigung auch abgelehnt worden ist. Außerdem gibt es noch weitere Definitionen. Was diesen gemeinsam ist, dass ich sie dann über Seiten hinweg in meiner Web-Applikation wiederverwenden kann. Wir sehen hier im unteren Bereich dann die Seiten, die mitkommen mit meiner Applikation. Es gibt einmal eine zentrale, globale Seite, die Elemente beinhaltet, die auf allen Seiten dargestellt werden sollen. Und wir haben jetzt zum Start der App eine Homepage und wir haben eine Login-Seite. Ich starte jetzt mal das Ganze. Melde mich hier auch an. Und dann bekommen wir die App angezeigt, wie sie Stand jetzt implementiert ist. Nämlich nur, dass wir hier einen Home-Eintrag im Menü haben. Jetzt gehe ich nochmal hier zurück und erstelle jetzt eine neue Seite. Dazu nutze ich das sogenannte Interactive Grid. Das heißt, da bekommen wir eine Tabelle, wo inline der User editieren kann. Es gibt auch weitere Darstellungsmöglichkeiten. Einige davon zeigen wir in der finalen App. Beispielsweise können auch Formulare definiert werden, Dashboards, Baumansichten. Es gibt verschiedenste Vorlagen, jeweils mit einem eigenen Wizard. Ich gebe dem einfach einen Namen, Outage Commons, nenne ich es mal. Das Ganze soll sich normal als Webseite öffnen und nicht als Pop-up-Dialog. Hier gebe ich dann an, worauf die Datenquelle zeigt für die tabellarische Darstellung. Das ist in unserem Fall tatsächlich eine Tabelle, die ich hier auch über das Dropdown-Menü sonst auswählen kann. Ich kann aber auch auf Restdatenquellen direkt gehen und dann diesen Inhalt direkt in Reports, in Charts oder in Tabellen darstellen. Ich lasse jetzt noch die Editierfunktion ausgeschaltet und sage hier noch, dass wir eine Navigation anlegen sollen automatisch und erstelle dann diese Seite. Es öffnet sich die Seite zur Bearbeitung und da sehen wir auf der linken Seite dann in einer Baumstruktur gleich, wie die einzelnen Komponenten der Seite aufgebaut sind. Da haben wir jetzt aktuell die Seite selbst und hier dieses Grid, was wir gerade konfiguriert haben, was auf der Tabelle Outages Sync basiert. In der Mitte sehen wir, wie die Komponenten in einer groben Vorschau auf dieser Seite platziert sind. Und auf der rechten Seite sieht man dann immer die Attribute des gewählten Objektes. Wir haben jetzt hier eine Vielzahl an Spalten. Ich öffne jetzt mal die Seite direkt von hier aus in der App, wo wir uns gerade angemeldet haben. Dann sieht man auch den neuen Menüeintrag und wir sehen diese Tabelle.
jetzt möchte ich hingehen und diese Tabelle editierbar machen. Dazu brauche ich als erstes einen Primärschlüssel. Den kann ich hier angeben, speichern. Und dann kann ich die Editierfunktion einschalten über die Attribute dieser Region. Und hierbei lege ich jetzt fest, dass nur ein Update der Zeilen erlaubt sein soll. Es gibt hier dann die Möglichkeit, dass man einschränkt über Autorisierungsregeln, über Daten selbst, was derjenige, der diese Zeilen gerade sieht, überhaupt mit den Zeilen machen darf. Das halten wir jetzt erst einmal relativ einfach. Zusätzlich gehen wir jetzt noch hin und wollen ein paar von diesen Spalten nicht anzeigen. Und stattdessen wollen wir auch ein paar Spalten auf Read-Only stellen, die der Anwender dann nicht editieren darf, sondern er soll nur bestimmte Spalten editieren dürfen. Das heißt, als erstes nehme ich mir mal die vor, die nicht editiert werden dürfen. Das ist hier ein Großteil letztendlich der Spalten. Relevant soll ausgewählt werden, ein Kommentar soll hinterlegt werden, es soll abgehakt werden als abgeschlossen. Aber ansonsten, die Felder sollen eigentlich jetzt alle als Read-Only gekennzeichnet werden. Und ich kann hier dann auf die Schnelle durch Selektion mehrere Felder gemeinsam eine Aktion darauf ausführen. Nämlich, dass ich sage, die sollen alle auf Read-Only sein. Speichere jetzt mal. Man kann hier auch andere Regeln, komplexere Regeln hinterlegen, nur in dem Fall, wo die Eigenschaft gegeben ist. Des Weiteren möchte ich jetzt noch ein paar von den Spalten einfach ausblenden, weil wir die, weil es ansonsten viel zu viele Informationen sind, die wir darstellen. Das heißt, da werde ich auch etliche Spalten jetzt hier einfach auswählen. Und dann werde ich hier sagen, dass die vom Typ hidden sind. Das heißt, sie werden nicht ausgegeben. So, jetzt öffnen wir das Ganze nochmal und sehen dann in der neuen Darstellung, dass wir erheblich weniger Spalten haben und dass wir jetzt auch einen Editier-Button bekommen. Jetzt sehen wir hier noch sowas wie N für No, Y für Yes. Da möchten wir stattdessen eine Checkbox angezeigt bekommen. Und wir sehen solche Werte wie hier in diesen Target-Level-Spalten, wo wir eigentlich statt der Zahl eine Zeichenkette darstellen wollen. Genauso für ist Downtime. Das werden wir jetzt auch hier direkt umsetzen. Das heißt, da haben wir einerseits sogenannte Select-Listen. Das heißt, da haben wir vorher schon definiert, was angezeigt werden soll. Nämlich hier zum Beispiel einen Outage-Typ. Bei den Target-Leveln, da können wir gemeinsam wieder eine Anzeige nutzen. Nehmen wir auch wieder diesen Typ Select-List. Können wir aus unseren Shared Components eine auswählen, die ich vorhin gezeigt habe. Und dann wollen wir hier noch bei dem Kommentar ermöglichen, dass ein Pop-up aufgeht, wo entsprechend, benennen wir vielleicht diese Spalte sogar mal um, Comment, wo wir auch auf eine Liste von vorbelegten Kommentaren zurückgreifen, Comment Template Cast, da gibt es ein paar Einträge schon. Und wir sagen hier auch, dass weitere Werte erlaubt sind, dass man manuelle Einträge noch ergänzen kann und dass man hier einfach suchen darf. Jetzt speichere ich das Ganze und dann sind wir auch schon einen Schritt weiter mit der App. Jetzt sehen wir hier nämlich Downtime zum Beispiel. Ist es wirklich ein Ausfall? Ist es ein Wartungsfenster? Target Level, ist es okay? Haben wir eine Warnung? Haben wir eine Verletzung des SLAs? Ja, uns fehlt noch die Checkbox. Die wollen wir für relevant, done und approved einsetzen. Das ist jetzt auch ganz einfach. Da gibt es nämlich den Typ Checkbox, der einfach dann Y und N umsetzt. So.
Und schon haben wir hier die Möglichkeit, Checkboxen anzuzeigen. Jetzt zeige ich mal ganz kurz, wie es im Editieren dann aussieht. Das heißt, wenn ich auf Edit gehe, bekomme ich die Spalten jetzt ausgegraut, die Read-Only sind. Da kann ich nichts machen. Bei den anderen Spalten kann ich etwas machen. An den Formaten kann ich auch noch drehen in der Konfiguration, dass ich hier Stunden, Minuten anzeige. Das sieht man dann gleich in der finalen App. Aber ansonsten kann ich hier einiges machen. Hier haben wir beispielsweise dann diese Auswahlliste, ja, wo ich auswählen kann oder auch einen Text eingeben kann. Damit würde ich jetzt diese App erstmal zumachen und dann in die finale App reinspringen. Das heißt, aus unserer App-Konfiguration gehe ich mal zurück und öffne die BizOps Outages App. Muss mich natürlich wieder anmelden. So, wir hatten jetzt als Service Manager noch die Anforderung, ich möchte eine schöne Übersicht haben. Und außerdem den Genehmigungsprozess hinterlegt bekommen. Das heißt, einerseits haben wir hier Filtermöglichkeiten eingebaut. Das nennt Oracle eine sogenannte Faceted Search. So in der Art kennen Sie das aus anderen Webshops beispielsweise. Ich einerseits hier Dropdown-Listen habe, wo ich beispielsweise jetzt einen Monat auswähle. Und in dem Kontext werden jetzt die Daten erzeugt. Hier werden jetzt Karten dargestellt oder beziehungsweise Kartenelemente haben wir zur Darstellung ausgewählt, wo man sehr schön mehrere Informationen gleichzeitig darstellen kann. In so einer Karte ist jetzt dargestellt die Anzahl der relevanten Ausfälle, die Anzahl der bearbeiteten Ausfälle. Wenn wir hier rot das dargestellt haben, dann ist das ein Service-Name, wo der SLA dafür gerissen ist. In gelb Transaktionen, die ein SLA in dem Status Warnung haben. Und wir sehen darunter auch nochmal beispielsweise hier 6 Tage, 9 Stunden, 20 Minuten Gesamtausfall relevant für diesen Service, für den Kunden Avando Sales. Und so kann man auf einen Blick relativ schnell sehen, wo stehe ich dann mit der Bearbeitung, was ist alles betroffen und auf was muss ich mich konzentrieren. Und dazu habe ich dann auch hier auf der linken Seite die Filtermöglichkeiten, die wir ergänzt haben, die man konfigurieren kann dann zusätzlich zu einer Darstellung, wo man jetzt relativ einfach filtern kann. Beispielsweise zeige mir nur alles an, wo ich SLA-Verletzungen habe. Und nur da möchte ich mich jetzt konzentrieren auf die Bearbeitung, auf die Kommentierung im ersten Schritt. Ja. Oder ich möchte alles haben, wo ich mehr als 10 Stunden insgesamt an Ausfällen habe. Und dann bekomme ich halt beispielsweise diese Kandidaten noch zusätzlich angezeigt. Und ich bekomme dann noch ausgegraut die nicht mehr zutreffenden Einträge und kann dann noch weiter filtern, beispielsweise nach Services oder nach betroffenen Kunden oder auch nach dem Kommentierungsstatus. Also es gibt halt eins jetzt auch, was in Progress ist. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Und jetzt finden wir uns gleich wieder genau an der Stelle, wo wir die andere App verlassen haben. Nur, dass wir hier jetzt noch bedingte Formatierungen ergänzt haben, dass beispielsweise Einfärbungen stattfinden, dass wir eine Selektion bzw. eine Partitionierung dieser Tabelle haben, dass wir als Zwischenüberschriften hier die Transaktion, die gemessen wird, anzeigen, sodass man eine Gruppierung hat und sich einfacher zurechtfindet. Und genauso kann man hier dementsprechend dann auch vorgehen und editieren. Zusätzlich eingebaut haben wir hier noch die Genehmigungsfunktion, die neu jetzt seit Mai in Oracle Apex ist. Das heißt, man kann für jegliche Genehmigungsdefinition hinterlegen, wie dann die Genehmigungsbeantragung aussieht. Ja, also hier habe ich ein Formular hinterlegt, das kann aber auch komplexer sein und mehr Informationen noch anbieten. Hier wird beispielsweise über eine REST-Schnittstelle noch zusätzlich ermittelt, wer ist denn der Manager dieses Kunden. Und ich kann dann hier bei diesem Manager das Approval beantragen. Das machen wir jetzt mal. Ah, okay, darf ich nicht, sagt er mir, weil
Ich muss den erst als dann markiert haben. Validierung kann ich also auch hinterlegen. Ja. Ich gehe jetzt auf Save, muss mir dann entsprechend die Dann-Einträge natürlich noch anzeigen, die ich vorher hier oben gefiltert habe, und kann jetzt die Genehmigung beantragen. Jetzt geht wieder das Fenster auf. Ich starte den Request, schließe das Ganze und kann jetzt hier in meinen Eintrag My Request gehen und sehe, okay, es gab schon ältere Requests. Der eine ist sogar schon abgeschlossen, wurde genehmigt. Einer, ja, ist seit 9 Minuten eigentlich überfällig in der Bearbeitung. Und hier ist der neue Request, den ich gerade gestellt habe. Unter My Approval sehe ich jetzt nichts. Ich kann mich aber jetzt mal als Ward anmelden. Und sehe dann hier unter Request nichts. Aber unter My Approvals bekomme ich hier diese Approvals. Der eine, der überfällig ist, und der andere, den ich genehmigen muss. Und ich habe hier dann die Möglichkeit, auch beispielsweise das wieder freizugeben, zu delegieren an andere Berechtigte. Ich kann Kommentare ergänzen, zum Beispiel why? Fragezeichen, Kommentar ergänzen. Da kann jetzt auch derjenige wieder antworten, der den Task initiiert hat. Und ich kann es auch hier direkt rejecten. Das können wir jetzt auch mal machen. Dann ist er hier raus aus der Liste und ich kann mich dementsprechend wieder anmelden als Admin und dann geht das Spiel von vorne los. So. Damit bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und einen kleinen Überblick gegeben, was man alles mit Oracle Apex in welcher Zeit auch umsetzen kann. Natürlich konnte ich auch nur einen kleinen Ausschnitt präsentieren, aber ich denke, man sieht auf jeden Fall, dass die Anteile, die wirklich Low-Code umgesetzt werden, sehr, sehr schnell umgesetzt werden können und auch ein sehr ansprechendes Ergebnis liefern. Vielleicht noch zum Abschluss ein kurzes Goodie, wenn wir hier noch mal einen Monat auswählen. Was auch immer natürlich gerne gesehen ist, ist, dass wir dem User auch ermöglichen können, sei es für Barrierefreiheit, aber auch für persönliche Vorlieben, den Style umzustellen, sodass man am Ende beispielsweise hier auch in Dark Mode arbeiten kann. Damit verabschiede ich mich und falls Sie noch Fragen haben zum Thema Oracle Apex, dann würde ich mich freuen, wenn Sie auf mich zukommen und mir dementsprechend diese Fragen zukommen lassen. Vielen Dank und auf Wiederhören.